ist denn okay. Ja, wir haben letzte Woche den zweiten Korintherbrief begonnen. Und ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass dieser Brief ein besonders komplizierter Brief ist, nicht theologisch unbedingt, sondern man fragt sich ganz, also ich frage mich ganz oft, wenn ich diesen Brief lese, warum schreibt Paulus das? Warum schreibt er das, was er schreibt? Und gerade jetzt auch heute, wir haben uns letzte Woche die ersten 11 Verse angeschaut, das war noch relativ klar, geradeaus, da ging es um Trost, dass wir berufen sind, andere Menschen zu trösten. Aber jetzt ab Vers 12 wird es etwas schwierig. Und eine kurze Wiederholung, was ist überhaupt vorgefallen? Was ist passiert? Und ihr habt gesehen hier eine Karte vom Mittelmeerraum. Türkei und Griechenland erkennt ihr dort. Und Paulus war gerade in Ephesus, also in der Türkei, links unten auf der Karte zu sehen, und schrieb dort einen strengen Brief an die Gemeinde an Korinth, nämlich den ersten Korintherbrief. Das war ein strenger Brief und er hatte ganz viele Dinge zu bemängeln gehabt. Er hat geschimpft, hat gesagt, ihr habt Spaltungen unter euch, ihr habt Fraktionen unter euch, ihr seid euch nicht eins, die einen finden mich gut, die anderen finden Petrus gut, aber darum geht es doch gar nicht, wen ihr gut findet, sondern Christus ist für euch gestorben. Und dann hat er noch gesagt, ihr duldet Unzucht bei euch in der Gemeinde und jetzt nicht eine leichte Form von Unzucht, sondern eigentlich somit die schwerste Art von Unzucht, nämlich, dass ein Mann, ein junger Mann, einfach mit der Frau seines Vaters schläft. Ja? Sexuell verkehrt. Also mit der Stiefmutter wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es die Stiefmutter war und nicht die leibliche Mutter. Das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall, das hat in der Gemeinde stattgefunden und Paulus hat geschimpft, hat gesagt, ihr müsst diesen Menschen aus eurer Kirche entfernen. Sowas geht gar nicht. Nicht mal die Heiden, die Nichtchristen, tun das. Und so hat er weiterhin geschimpft und geschrieben und viele Themen angesprochen. Wir haben es fast den gesamten ersten Korintherbrief ja schon in den letzten drei Jahren durchgenommen. Ja, und Timotheus überbrachte diesen Brief. Er reiste dann von Ephesus, ne, wahrscheinlich mit dem Schiff von Ephesus, ne, über die griechischen Inseln, dann nach Korinth, nach Griechenland, und überbrachte diesen Brief. Und jetzt scheint es so, dass viele Korinther nämlich die Anweisungen aus Paulus' Brief abgelehnt haben. Sie haben gesagt, nö, wir wissen nicht, welche, was sie abgelehnt haben, ob sie jetzt nicht gesagt haben, ja, der Mann, der mit seiner Mutter schläft, kein Problem, also wir wissen es nicht, oder ob sie gemeckert haben, weil Paulus so streng war mit den Geistesgaben, wir machen mit den Geistesgaben, was wir wollen, weiterhin, also wir wissen nicht, was jetzt genau das Problem war der Korinther, aber wir lesen eben aus dem zweiten Korintherbrief, müssen wir rekonstruieren, okay, scheinbar haben die das abgelehnt, oder ein großer Teil hat das abgelehnt, sodass Paulus einen Kurztrip nach Korinth machen musste. Auch dieser Kurztrip, den Paulus gemacht hat, ist nicht erfolgreich gewesen. Er ist schwer angegangen worden, wie wir in unserem heutigen Predigtext lesen werden. So musste Paulus zurückkehren nach Ephesus. Also diese Geschichte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass die Korinther es abgelehnt haben, Paulus nach Korinth kurz gereist ist, die lesen wir nicht in der Apostelgeschichte. Die müssen wir aus dem zweiten Korintherbrief herauskonstruieren. Und das ist das Komplizierte an diesem zweiten Korintherbrief. Weil, ne, man sieht, das habe ich letzte Woche schon gesagt, man sieht Paulus, wie er eine Korrespondenz hat, man hört aber nur die eine Seite. Wir wissen nicht, wie die andere Seite reagiert hat. Gut, okay, also er ist zurück. Nach Ephesus hat er einen weiteren Brief geschrieben, den sogenannten Tränenbrief, von dem lesen wir heute in Kapitel 2, Vers 4. Und sein anderer Mitarbeiter Titus überbrachte diesen. Und während Titus unterwegs war nach Korinth und diesen Tränenbrief, den wir nicht kennen, überbrachte, reiste Paulus weiter, ne, über die Nordtürkei Troas und dann ist er nach Mazedonien, Nordgriechenland übergesetzt, das sieht man an dem roten Pfeil hier. Also Paulus war in Ephesus, dann ist er nach Troas gereist, dann nach Mazedonien und wahrscheinlich in Philippi traf er dann auf Titus, der ihm dann die guten Nachrichten überbracht hat, nämlich, dass die meisten Christen aus Korinth doch zur Einsicht gelangt sind. Also das ist so die Vorgeschichte, das ist so das Umfeld. Und nur so kann man eigentlich auch jetzt die kommenden Verse verstehen, weil sonst sind sie fast, also für mich sehr schwer zu verstehen. Ich beginne mit dem Predigtext. Überschrift, die Vorgeschichte.
Vorwürfe an Paulus. Ich lese die Verse 12 bis 17 aus dem 2. Korintherbrief, das 1. Kapitel. Paulus schreibt: Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir das vornahm, oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Bis dahin. Wir sehen hier ungefähr drei Vorwürfe, wo sich Paulus verteidigen musste. Paulus musste sich jetzt das lesen wir aus diesem Text daraus wohl gegen mehrere Anschuldigungen verteidigen. Die erste Anschuldigung sehen wir schon in Vers 12. In Vers 12 schreibt er: Als ich bei euch war, bin ich in Einfalt gewandelt, also in Schlichtheit und göttlicher Lauterkeit. Also ich war absolut aufrichtig und eben nicht in fleischlicher Weisheit, wie ihr es mir vielleicht vorwerft. Nein, ich bin in göttlicher Gnade gewandelt. Und Paulus musste harte Worte wählen. Er hat gesagt: Das ist mein Ruhm, darauf bin ich stolz. Wir reden gleich über den Stolz, weil Stolz ist ja eher negativ. Aber darauf bin ich stolz. Ich habe ein reines Gewissen. Ihr werft mir hier alles Mögliche vor, aber ich habe ein reines Gewissen. Ich bin nicht mit meiner menschlichen, fleischlichen Weisheit gewandelt, sondern ich war einfältig, also schlicht und absolut aufrichtig, lauter, göttliche Lauterkeit. Und also ihr seht, da mussten heftige Vorwürfe gegenüber Paulus da gewesen sein. Ich möchte kurz erklären, was bedeutet dieses ich bin nicht in fleischlicher Weisheit gewandelt. Also fleischlich kann sehr, sehr viel bedeuten. Fleischlich, lest Galater 5, ne? da sehen wir, was die Werke des Fleisches sind. Ne? Ungeduldig sein, neidisch sein, habsüchtig, also menschlich halt sein, ne? Das egoistisch sein. Aber hier in diesem Kontext bezieht sich dieser fleischliche Wandel auf die Vorwürfe, die ihm gemacht worden sind. Und den zweiten Vorwurf, den lesen wir schon im Vers 13, da sagen sie, also hier schreibt St. Paulus: Ich schreibe euch nichts anderes, als was ihr lest. Ja, und wahrscheinlich war der Vorwurf: Du schreibst was, aber meinst was ganz anderes. Ja, also du hast Hintergedanken. Also du bist nicht ehrlich, du bist hinterlistig. Und das ist so der zweite Vorwurf. Und der Hauptvorwurf war, den haben wir jetzt gelesen in Vers 17, nämlich, dass Paulus leichtfertig Pläne mache. Hier musste er sich verteidigen. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir vornahm, so und so zu reisen? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach meinem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Der Vorwurf an Paulus, und das ist der Hauptvorwurf, den wir uns auch anschauen werden: Die Korinther sagen, du hast Pläne gemacht, du hast uns versprochen, so und so wirst du reisen, aber ganz was anderes hast du gemacht. Dir kann man überhaupt nicht vertrauen. Du sagst Ja und machst Nein. Also das ist der Hauptvorwurf, dem Paulus sich mit dem er konfrontiert worden ist. Ja, und ich möchte kurz was über Ruhm und Gewissen sprechen, sagen aus Vers 12, weil das ist ein bisschen komisch, denn wir denken, also Paulus entgegnet, wie schon gesagt, der ersten Anschuldigung, dass du nicht aufrichtig bist, dass, ne, mit seinem reinen Gewissen. Und er sagt, darauf bin ich sogar stolz, auf mein reines Gewissen. So, jetzt möchte ich kurz über Stolz sein reden, weil wir verbinden natürlich Stolz sein oftmals mit Hochmut. Stolz sein ist nicht gut. Auf etwas stolz zu sein oder sich etwas zu rühmen, ist natürlich negativ, also in erster Linie. Und genau, natürlich, es gibt den negativen Stolz, nämlich wenn du dich rühmst aufgrund deiner eigenen Leistung, aufgrund deiner eigenen Genialität, aufgrund dem, was du selbst erreicht hast. Wenn du sagst, ich rühme mich dessen, dass ich, ja, darauf bin ich stolz, dass ich das geschafft habe. Das ist natürlich eine Art von Hochmut, die
nicht positiv ist. Aber, das möchte ich auch erwähnen, es gibt auch positiven Stolz. Und wir sehen hier diesen positiven Stolz in Vers 12. Hier hat sich Paulus, war Paulus stolz oder hat sich gerühmt, weil er eben in göttlicher Aufrichtigkeit und in göttlicher Gnade gewandelt ist. Es war nicht seine eigene Kraft und ja, ein Beispiel vielleicht, um es ein bisschen plastisch, also ein bisschen klarer zu machen. Wenn du in deinem Job bist und du hast schwierige Aufgaben in deinem Job zu erledigen und du strengst dich richtig an und versuchst alles richtig zu machen und es gelingt dir am Ende, diese schwierige Herausforderung zu schaffen, ja? Dann kannst du sagen, boah, bin ich jetzt stolz auf mich. Ich habe das super gemacht. Ja? Ich habe mich angestrengt, ich habe mich da reingekniet und was bin ich für ein toller Mensch. Und ich rühme mich dessen, dass ich diese schwierige Herausforderung geschafft habe. Das ist eher eine Art von Hochmut. Ja? Anders ist es, wenn du sagst, ich bin in einer schwierigen Situation in meinem Job und ich suche Gott, bitte Gott, schenk mir Weisheit, bitte hilf du mir. Ich möchte das Richtige tun. Ich möchte jetzt nicht mit Ellbogen da irgendwie das durchpeitschen, das Projekt, sondern Ich vertraue dir, trag du mich dadurch. Und wenn du dann erlebst, wie Gott dich da durchträgt und es zum Gelingen schenkt, dann kannst du natürlich dich rühmen, dass Gott ne, bei dir gewesen ist, in göttlichem Wandel, in göttlicher Lauterkeit gewandelt bist. Ist das so ein bisschen der Unterschied klar geworden? Ja, zwischen negativem Stolz, ich, und dem göttlichen Stolz, überhaupt, ich war gehorsam Gott, ich habe mich ihm untergeordnet, ich habe auf ihn geschaut und er hat Segen geschenkt. Also das ist diese positive Stolz und genau das meint Paulus auch hier, wenn er sagt, das ist mein Ruhm und er hat auch auf sein Gewissen sich bezogen und natürlich ist die große Frage, ist das Gewissen ein guter Indikator? Ja? Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann wissen wir natürlich, dass das Gewissen oftmals ein sehr schlechter Indikator ist. Ja, ich meine, gerade wird ja im Bundestag debattiert, ob Abtreibung jetzt legalisiert werden soll in Deutschland. Na, ich meine, da sieht man, das Gewissen ist bei vielen Menschen so abgestumpft, dass überhaupt diese Idee dazu kommt, das legal zu machen. Ja, ich meine, wo ist das Gewissen da? Also Menschenleben zu töten. Also ihr seht, das Gewissen kann kein Indikator sein. Aber ich lese euch, es gibt, wir Christen können uns zum Teil schon auch auf unser Gewissen berufen, wie Paulus das ja offensichtlich auch gemacht hat. Warum? Ich lese euch vor, Römer 12, Vers 2, den werde ich später euch nochmal vorlesen, aber da sagt Paulus zu uns, ihr Christen passt euch nicht diesem Weltlauf, also dem Leben an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn du zu einem Kind Gottes gemacht worden bist, dann wird dein Gewissen nicht sofort von einem Tag auf den anderen heil oder rein sein. Aber wenn du dein Leben mit Jesus gehst, Woche für Woche, Monat für Monat, in seinem Wort studierst und dich von ihm, von seinem Heiligen Geist in dir verändern lässt, dein Denken verändern lässt, ja, dann natürlich wird auch dein Gewissen sich verändern. Und irgendwann kann auch dein Gewissen plötzlich ja, ein guter Indikator sein, wie es bei Paulus gewesen ist, der schon zu dem Zeitpunkt im Jahr 55, als er diesen Brief geschrieben hat, schon 20 Jahre lang Christ, Nachfolger Jesu Christi war. Also das Gewissen kann durch die Erneuerung deiner Gesinnung zu einem guten Indikator werden. Gut, in Vers 14, das habe ich ja schon gesagt, gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Also in Vers 13 verneint er die zweite Anschuldigung. Du schreibst so, aber meinst eigentlich was ganz anderes, hast eine versteckte Agenda. Nein, er ist aufrichtig, er ist ehrlich, er schreibt genauso, wie er es meint, hat Paulus gesagt. Er musste sich diesem Vorwurf erwehren. Und auf Vers 14 gehen wir später in der Predigt noch rein, was es bedeutet, dass Korinther ihm zum Ruhm gereicht werden am Tag des Herrn Jesus. Das ist noch so ein anderes Fass, was ich aber erst später aufmachen möchte. Kommen wir zu den nächsten Versen, den nächsten drei Versen. Ich lese weiter. Ich lese nochmal Vers 17, einfach um den Zusammenhang klar zu machen. Also Paulus sagt hier war ich jetzt nun leichtfertig, als ich mir das vornahm. Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch ein Nein-Nein wäre? Vers 18, doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Hier sagt Paulus, nein, ich bin nicht wankelmütig, ich sage das eine und mach das andere.
wenn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns und unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, Silvanus ist übrigens eine lateinische Form von Silas, und Timotheus, die gleiche Person, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen durch uns Gott zum Lob. Schwierige Verse, also wirklich schwierige Verse, aber schauen wir uns das an, was das bedeutet. Genau, bevor wir uns anschauen, also bevor wir uns jetzt diesen Hauptvorwurf anschauen, diesen dritten Vorwurf, du machst leichtfertige Pläne, du bist total unzuverlässig, auf dein Wort kann man nichts geben. Das ist so der Hauptvorwurf, mit dem Paulus, der Apostel Jesu Christi, konfrontiert war. Schauen wir uns an, ist dieser Vorwurf überhaupt rechtlich gewesen? Ja, darf man Menschen vorwerfen, du sagst ja und machst was anderes? Ist das überhaupt ein berechtigter Vorwurf? Und scheinbar ja, weil Jesus selbst hat in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 37 ganz klar gesagt, ich gebe euch eine Regel mit, es sei das, was ihr sagt, eure Rede, entweder ja oder nein. Ja, ja oder nein, nein. Alles, was darüber ist, das ist vom Bösen. Und Jesus stellt in der Bergpredigt klar, dass wir, wenn wir Zusagen machen, wenn wir Pläne machen, wenn wir in unseren Handlungen, dass wir glaubwürdig und zuverlässig sein müssen. Und das haben wir jetzt auch gerade im Korintherbrief gelesen. Paulus hat ganz klar gesagt, Gott ist treu, ja, und Jesus Christus ist das Ja, also Jesus Christus selbst ist absolut glaubwürdig. Und der Vorwurf ist zum Teil berechtigt, denn wenn du als Christ mit deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen sprichst und nicht glaubwürdig bist, du predigst ihnen was, ja, ich gehe in die Kirche und Lügen ist schlecht und Stehlen ist schlecht, aber du lügst und stehlst weiter, also diese Unglaubwürdigkeit, das fällt auf Gott natürlich zurück. Und deswegen ist ja Paulus auch so wichtig, diese Vorwürfe, ne? Paulus ist ein Lügner, damit ist auch seine Botschaft, das Evangelium, was er gebracht hat, Lüge. Und das haben auch die anderen, wenn wir den Brief weiterlesen, da kamen Menschen in die Gemeinde von Korinth, die Paulus denunziert haben. Die haben gesagt, er ist ein falscher Apostel, seine Botschaft ist ein falsches Evangelium. Jetzt habt ihr den Beweis. Er hat gesagt, er möchte kommen und er kommt nicht. Was ein Lügner. Also das sind so die Vorwürfe, denen Paulus begegnet ist. Und wir wissen ja, Paulus hat das wahre Evangelium verkündigt. Und jetzt kommen Leute, denunzieren ihn und versuchen, die Gemeinde zu verführen in eine andere Richtung. Das lesen wir, wenn wir weiter den Brief lesen. Und deswegen ist Integrität, dass das, was du sagst, mit deinem Leben übereinstimmt, dass das, was du predigst, nicht von der Kanzel, sondern in deinem Leben übereinstimmt mit dem, wie du lebst, es ist absolut zu wichtig. Und das ist auch in der Wirtschaft so. Wenn du ein Leiter oder eine Führungskraft bist, denk an deinen Chef in deiner Firma oder wo du arbeitest. Ja? Kein Mensch folgt gerne jemandem, der Wasser predigt und Wein säuft. Die Glaubwürdigkeit von deiner Führungskraft, von deinen Kollegen, auch von deinen Chefs, ist absolut die wichtigste Grundlage für eine Vertrauensbeziehung. Also es ist wichtig und Jesus ist das auch sehr wichtig. Aber jetzt kommt das große Aber. Aber Pläne, deine Pläne, deine Zusagen oder sogar wenn du ein Versprechen machst, es hat eine Grenze. Es hat eine Grenze und diese Grenze schauen wir uns heute an. Nämlich, die Grenze ist Gottes Wille. Ja? Und gucken wir uns mal an, was hat denn Paulus überhaupt versprochen, den Korinthern? Das hat er ja in seinem ersten Brief, also in dem ersten Korintherbrief in Kapitel 16, wenn du nur zwei Seiten zurückblätterst, dann siehst du das, was er den Korinthern versprochen hatte. Paulus hatte im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 5, Folgendes versprochen. Oder nicht versprochen, er hat geschrieben. Also er hat geschrieben, Vers 5, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn durch Mazedonien, Nordgriechenland, werde ich ziehen. Also wenn wir das jetzt allein lesen, das ist ja noch keine Lüge, weil er ist ja tatsächlich von Ephesus über Mazedonien dann nach Korinth gereist. Also das ist sein Plan gewesen. Aber jetzt Vers 6. Vers 6.
Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Also Paulus' Plan war, er wollte eine längere Zeit bei den Korinthern bleiben. Er hat gesagt, ne, ich möchte zu euch kommen, ich möchte euch länger dienen, ich möchte sogar vielleicht bei euch überwintern, aber so ist es ja nicht gekommen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er dann nur noch kurz bei den Korinthern war. Und aber hier, ganz wichtig, im Vers 7 hat Paulus in seiner Weisheit schon geschrieben, wenn der Herr es zulässt. Ja, und das war weise von Paulus. Er hat einen Plan gemacht. Er hat gesagt, ich will, das ist mein Plan, ich wünsche das mir, wenn der Herr es zulässt. Aber in dem Fall hat es der Herr nicht zugelassen. Wir werden uns genau anschauen, was war das denn? Warum hat der Herr das nicht zugelassen, dass Paulus seinen ursprünglichen Reiseplan angetreten ist? Ich möchte noch weitere Beispiele bringen, wo unsere Pläne, also unser Bestreben, zu unserem Wort zu stehen, was zu tun, was wir sagen, durch Gottes Willen begrenzt ist. Und das lesen wir im Jakobusbrief. Jakobus schreibt in Kapitel 4, in den Versen 13 bis 15, Folgendes. Er schimpft mit den Menschen. Er sagt zu ihnen, wohlan du, die ihr sagt. Ja, und jetzt zitiert er die Leute. Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und jetzt, also Jakobus zitiert die Leute, die sowas sagen, und jetzt kommt seine Ermahnung. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Hier geht es wieder um Ruhm. Hier geht es wieder darum, dass Menschen Pläne machen. Also ganz normale Pläne machen. Das Problem aber in dem Fall ist, sie machen diese Pläne ohne Gott. Sie sagen, ich plane das. Ich will das machen. Sie sind selbstsicher. Und da schlüpft Jakobus. Jakobus warnt uns in diesem Text vor zu großer Selbstsicherheit, weil wir als Christen, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, natürlich können wir auch eigene Pläne machen, aber sie sollten immer mit Gott abgestimmt zumindest sein. Gott schenkt uns Christen natürlich die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, aber lass uns nicht zu selbstsicher werden und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Oh, das ist mein Plan, ich mache das und das und dieses Business und so weiter. Und hast du Gott gefragt? Ja, und deswegen diese demütige Herzenshaltung, die Jakobus uns ja spiegelt, heißt, dass wir, wenn wir Pläne machen, wenn Gott das will, ja, und wenn wir leben, dann sollen wir dies oder das tun. Aber nicht nur Jakobus warnt uns davor, Jesus warnt genauso davor. Jesus ist nämlich in einer Situation gekommen, in Lukas Kapitel 12, da kamen Menschen auf ihn zu, als er gedient hat und hat gesagt, Jesus, ich streite mich mit meinem Bruder, es geht um unser Erbe, sag mal, dass er es mit mir teilen soll, oder, ne, also kümmere dich dann um Jesus, kümmere dich um dieses, ja, um das Erbe. Und dann sagte Jesus, warnte er seine Jünger und sagte, dieses Gleichnis, was auch wirklich hart ist, er erzählte folgendes Gleichnis, Jesus, und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann oder lagern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine alten Scheunen abbrechen und jetzt größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehört, was du bereitet hast. Ja, du siehst, ein Mensch, der Gott nicht kennt, macht Pläne. Sein Leben ist darauf ausgerichtet, Reichtum hier aufzubauen. Er hat eine große Ernte, großen Profit gemacht in diesem Jahr und denkt, okay, jetzt will ich so viel verdienen in den nächsten Jahren, dass ich dann einfach mich ausruhen kann.
und mein Leben genießen kann. Und Gott sagt, das ist nicht, also Gott will nicht, dass wir als Christen den gleichen Fehler machen, solche Pläne zu machen. Unser ganzes Leben soll danach ausgerichtet sein, Gottes Willen zu kennen und nach ihm auszustrecken. Und ich komme jetzt wieder zurück zu unserem Korintherbrieftext und in Vers 23, also ich überspringe kurz die Verse 21, 22, weil in Vers 23 verrät Paulus den Grund für seine Änderung, Planänderung. Er sagt in Vers 23, ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele. Also er muss wirklich Nachdruck, also seine Glaubwürdigkeit war so angekratzt, dass er tatsächlich sich auf Gott als Zeugen für seine Seele berufen musste, dass ich, um euch zu schonen, nicht nach Korinth gekommen bin. Paulus hatte Plan gehabt, nach Korinth zu kommen, aber er hat gemerkt, es ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Die Korinther haben ihn abgelehnt bei seinem Kurzbesuch. Und jetzt hat er ein Dilemma gehabt. Er hat gesagt, ja, ich habe ja eigentlich gesagt, ich will länger bei denen bleiben. Aber dann hat er gebetet und hat gemerkt, nein, ich muss von meinem ursprünglichen Plan abrücken, nicht aus egoistischen Motiven, sondern aus Liebe und Nachsicht den Korinthern gegenüber, wie wir gleich noch lesen werden. Bevor wir das uns jetzt anschauen, möchte ich noch kurzen Impuls geben, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Denn wenn wir in so einer Situation sind wie Paulus hatte sich vorgenommen, ich will jetzt zu den Korinthern gehen, aber es ist was vorgefallen und jetzt musste er Gott fragen, ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich meine Pläne ändern? Na, was ist dein Wille? Und natürlich, wir sind alle in Situationen, wo wir uns danach sehnen, lass uns den Willen Gottes erkennen. Und wir haben in der Apostelgeschichte gelesen, wie Gott Paulus geleitet hat, oftmals durch Träume. Ne? Einmal hatte er einen Traum gehabt von einem Mann aus Mazedonien, der gerufen hat, komm zu mir. Das war für ihn das Zeichen, ich muss meinen ursprünglichen Plan, in der Türkei zu bleiben, ändern und gehe nach Griechenland, nach Mazedonien. Dann lesen wir noch, als Paulus in Korinth war, hat es nicht geklappt mit der Gemeindegründung. Das war schwierig. Und dann ist Gott Paulus im Traum begegnet und hat gesagt, nein, bleib hier. Also Gott kann in Träumen uns begegnen, um seinen Willen zu offenbaren. Das ist aber nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Durch Prophetien, wie es in vielen charismatischen Kreisen der Fall ist, wo du sagst, oh, da ist ein Prophet, der soll mir sagen, was Gottes Will ist, eher selten. Ja? Wir lesen auch in der Bibel von dem Propheten Agabus, der hat Paulus gewarnt, wenn du nach Jerusalem gehst, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird festgesetzt werden. Aber Paulus ist trotzdem nach Jerusalem gegangen. Agabus hat nicht gesagt, es ist Gottes Wille, du bist fest und deswegen bleibe hier und versteck dich. Das hat Agabus nicht gesagt. Er hat nur prophezeit, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, wird festgesetzt werden. Und so ist Paulus trotz dieser Prophetie nach Jerusalem gegangen und ist festgesetzt worden. Und es war Gottes Wille. Und so kam er nach Rom und konnte dann letztendlich in Rom auch wirken. Also deswegen so eine Prophetie, ja, Vorsicht, mach dich nicht abhängig von Prophetien anderer Menschen, die sagen, das ist Gottes Wille für dein Leben, du sollst alles verkaufen, was sollst du mir das Geld geben. Ne? Vorsichtig von solchen Propheten. Ja, also, gut. Aber die Bibel gibt uns, jetzt kommen wir wieder zurück auf Römer 12, Vers 2. Das ist für mich immer noch der Schlüssel, also ich habe schon ein paar Mal darüber gepredigt, wie ich Gottes Willen erkennen kann. Weil Paulus gibt uns ganz klare Hinweise, ganz klare Richtlinien. Er sagt in Vers 2, erstens, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Wenn du etwas nicht, also wenn du nach Gottes Willen fragst, dann entscheide dich nicht so, wie die Welt entscheiden würde. Wenn ein Nicht-Christ sich entscheidet, was mache ich, das oder das, oder es ist mehr profitabel, ja, dann mache ich natürlich das. Das ist natürlich ein weltliches Denken. Ne? Also, ich habe diese beiden Möglichkeiten. Oh, das ist leichter, das macht mehr Spaß. Also, versteht ihr? Also, das ist das weltliche Denken. Das weltliche Denken ist, wir sollen uns nicht anpassen, sondern im Gegenteil, wir sollen unser Inneres, unser Wesen verändern lassen durch die Erneuerung unseres Denkens. Lasst euren Sinn verändern. Und und sogar als letzter Teilsatz, dann werdet ihr erkennen, was der Wille Gottes ist. Wenn ihr euer Denken
wenn ihr diesem weltlichen Denken den Rücken zukehrt und euch durch den Heiligen Geist und euren Denken und euren Sinn, euer Gewissen immer mehr verändern lasst, dann werdet ihr immer besser Gottes Willen auch erkennen können. Und es gibt keine Abkürzung. Wir wünschen uns, wir gehen zum Propheten, also sag uns, was wir tun sollen, Gott, mach es. Nein, es ist ein lebenslanges Studieren seines Wortes im Gebet, in der Bibel zu lesen, und so wird Gott dein Gewissen, dein Denken immer mehr verändern und du wirst erkennen können, was Gottes Wille ist. Und einen schönen Vers aus dem Psalm 139, aus dem Alten Testament, habe ich euch noch mitgebracht. Da schreibt der Psalmist, ich glaube sogar David, folgendes Gebet: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das heißt, bin ich noch weltlich gesinnt oder hast du mich schon in meinem Denken verändert? Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf den ewigen Weg. Aber das darf keine Abkürzung sein. Es reicht nicht nur, dieses Gebet zu beten und dann weißt du, was Gott von dir will. Nein, es ist beides. Sei im Gebet mit Gott, aber lass dich ständig dein Leben lang von ihm verändern. So, kommen wir langsam zu der Antwort der Frage, warum jetzt Paulus seine Pläne änderte. Da habe ich euch eine Tabelle mitgebracht. Also der Kontext ist klar, die Korinther lehnten seine Autorität und die Anweisungen aus dem ersten Korintherbrief ab. Und wir wissen nicht, welche oder wie viele. Kann sein, dass sie nur eine Anweisung abgelehnt haben, kann sein, dass sie alles abgelehnt haben. Und was wäre passiert? Paulus schreibt jetzt, was wäre passiert, wenn ich bei meinem ursprünglichen Plan bleiben würde und eben zu euch komme und die direkte Konfrontation wäre? Was passiert hier? Das habe ich aus dem Text zusammengetragen. Aber er hat sich ja entschieden, ich verzögere meinen Besuch und schreibe anstattdessen einen Brief, den sogenannten Tränenbrief. Und das habe ich euch so ein bisschen in die Tabelle einsortiert. Und ich lese euch jetzt vor die letzten Verse von dem Korintherbrief für heute. Vers 23. Da sagt Paulus: Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Also Paulus wusste ganz genau, wenn ich jetzt zu euch gekommen wäre, Vers 24, dann hätte ich herrschen müssen, dann hätte ich hart durchgreifen müssen. Ich bin immer hypothetisch. Ihr habt euch immer noch nicht von diesem Mann getrennt, der mit seiner Mutter schläft. Ja, also er hätte ganz streng sein müssen. Wir wissen nicht, ob das der Grund gewesen wäre, aber das wollte er nicht. Er wollte nicht streng sein. Nämlich diesen Brief zu schreiben, diesen Tränenbrief zu schreiben und Titus mitzugeben, ist viel schonender. Das schreibt er ja. Ich bin nicht zu euch gekommen, um euch zu schonen. Und Vers 2, also Kapitel 2, Vers 1. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Also sein strenger Besuch, wenn er jetzt gekommen wäre, hätte große Betrübnis bei Paulus verursacht. Ja, das wollte er nicht. Er hat ganz genau gewusst, wenn ich jetzt komme, wow, dann knallt es, dann wird es richtig schmerzhaft. Und diese Betrübnis, weil Paulus ja die Korinther liebt, ja, hat er gesagt, das würde mich selbst sehr traurig machen. Ja. Und er hoffte nämlich, dass durch den Brief, durch diesen Tränenbrief, die Menschen aus Korinth umkehren, damit er sich freuen kann, wie wir gleich lesen. Darum habe ich euch dies auch geschrieben, also diesen Tränenbrief, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Also er hat gehofft durch den Brief, dass die Menschen umkehren in Korinth und dass er, wenn er dann kommt, nachdem er den Brief geschrieben hat, dass sie ihn wieder mit offenen Armen aufnehmen und er dann natürlich sich total darüber freut, dass die Korinther umgekehrt sind. Und der letzte Vers, Vers 4, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, daher auch der Name Tränenbrief, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Wäre er gekommen und hätte diesen Brief nicht geschrieben, die Korinther hätten Paulus Liebe nicht erkannt. Es hätte geknallt, sie hätten sich vielleicht angeschrien, emotionale Menschen, ich weiß es nicht, ja. Aber in einem Brief konnte Paulus voller Liebe, voller Ausführlichkeit und
im Ausdruck seiner Liebe und Herzensnot das bringen. Und das war der Grund, warum Paulus seine Pläne änderte. Und kurze Zusammenfassung von diesen Texten. Dann kommt, am Ende gehe ich doch nochmal auf zwei Punkte ein, die ich übersprungen habe. Grundsätzlich ist es wichtig, stehe natürlich zu deinem Wort. Das, was Jesus gesagt hat, dein Ja sei ein Ja. Sei glaubwürdig, ja? Sei ein Mensch, dessen Wort und Taten übereinstimmen. Aber sei offen für Planänderungen. Und zwar genau dann. Es kann nämlich sehr gut Gottes Wille sein, deine ursprünglichen Pläne zu ändern. Ich meine, die andere Gefahr ist von Menschen, die so, das sind doch Prinzipienreiter. Das habe ich gesagt und jetzt mache ich das so, egal was jetzt passiert, ja, ich ändere meine Pläne nicht. Das ist auch falsch. Es kann mal berechtigt sein, seine Pläne zu ändern. Ich sage gleich, was ein Indikator ist. Sei nicht starr und unbeweglich oder ein Prinzipienreiter, denn Planänderungen, wie wir gelesen haben, sind nicht unbedingt fleischlich. Also das Wichtigste ist, dass wir Gottes Willen erkennen und ihn umsetzen. Das soll unser aller Maxime sein. Und Gott gefällt es auch manchmal nur teilweise, seine Pläne zu offenbaren, weil er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, indem wir gehen, indem wir gehorsam sind. Ein Indikator, ich meine, die letzten Wochen gab es immer und immer wieder das gleiche Thema. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke und ich werde ihm das Wasser des Lebens geben und es wird überfließen. Wir Christen schauen uns oft nur die erste Hälfte an und sagen, oh, wir wollen das Wasser des Lebens. Es soll für mich da sein. Aber Jesus sagt, es soll überfließen. Es soll zum Segen anderer sein. Dann, ich bin das Licht der Welt. Oh ja, wir wollen Orientierung haben, Jesus. Und dann lesen, vergessen wir, nein, Jesus ist das Licht der Welt, damit wir selbst zum Licht sind und anderen Menschen Orientierung geben. Oder das mit dem Tempel. Der Tempel ist nicht nur dafür, also wir sind der neue Tempel und wir sind nicht dafür da, dass wir uns daran erfreuen, wie toll wir sind, sondern dass wir so leuchten und strahlen und das Gold repräsentieren, damit auch andere Menschen zum Glauben finden. Und auch jetzt hier wieder eine Planänderung. Wenn du deine Pläne änderst, weil es dir in den Kram ist, wenn du sagst, ich will das machen, oh, aber das, jetzt regnet es, oh nee, jetzt, ich gehe in den Gottesdienst, oh, es schneit, oh nee, jetzt komme ich nicht. Ist das eine Gotteswillenplanänderung? Das betrifft dich selbst, ja. Aber wenn du merkst, ich möchte jemanden besuchen aus der Gemeinde, ich will mich mit dir treffen, ja, und dann plötzlich kommt ein Anruf, oder ist jemand kurz vorm Sterben, dann muss ich dir absagen und du musst natürlich kurz, also versteht ihr, da geht es gar nicht um mich, sondern es geht um, was ist das Richtige für meinen Nächsten. Und genauso so können wir, also und genau das hat Paulus getan. Paulus wollte den Korinthern dienen. Paulus wollte sagen, ich komme zu euch, ich will euch überwintern, ich will eine lange Zeit bei euch bleiben, damit ich euch dienen kann. Dann hat er aber gemerkt, wenn ich das jetzt tun würde, das würde zum Eklat führen. Deswegen komme ich nur kurz, schreibe lieber einen Brief, damit ihr die Zeit habt, umzukehren. Und das war der richtige und weise Weg. Nur diese bösen, falschen Apostel, die sich da breit gemacht haben in der Gemeinde Korinth, haben genau das zum Anlass genommen, Paulus zu denunzieren. Und so musste Paulus sich verteidigen. Ich denke, es kam so ein bisschen raus, wann eine Planänderung göttlich oder göttlicher Wille ist, aber und wann es eben doch egoistisch ist. Ja, wir haben es halb. Kurz zum Abschluss möchte ich aber nicht die Verse verschweigen, wobei christliche Freude, nee, wichtiger ist mir der zweite Exkurs. Was hat es mit dem Lohn auf sich? Ja? Mit dem Ruhm auf sich? Ich habe heute zwei Exkurse, weil ich Verse verschweigen möchte. Wir haben jetzt hier einiges gelesen über Ruhm und Lohn. Ja? Und viele Christen sagen, es ist doch egal, wir sind gerettet, Jesus Christus hat uns gerettet und dann können wir so leben, wie wir wollen. Ja? Also reicht Sonntagschrist zu sein. So. Und es ist eben auch, also es ist ein sehr gefährlicher Weg natürlich, weil klar, wenn du so denkst, ist natürlich eine große Frage, liebst du Jesus wirklich von ganzem Herzen? Also wenn dies dein Denken wäre, aber Jesus Christus selbst spricht von einem ewigen Lohn. Dieser Lohn wird auch hier in den Korintherbriefen immer wieder von Paulus erwähnt.
Jesus hat in der Bergpredigt Folgendes gesagt zu jedem Einzelnen von uns. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, denn dort können sie verrosten und gestohlen werden. Ne? Klar, Geld und so weiter, Besitztümer, Autos können geknackt werden, sondern ihr sollt euch Schätze sammeln im Himmel. Und dann geht Jesus noch weiter, ein paar Wochen oder Monate später sagt Jesus folgendes Wort. Wer einem dieser kleinen oder geringen Brüder von mir, ja, also Christen, auch nur einen Becher mit Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und Paulus hat jetzt hier in diesem Text, den wir uns gerade angeschaut haben, zweimal davon gesprochen. Vielleicht hast du das überlesen, beziehungsweise Vers 21 haben wir noch gar nicht gelesen. In Vers 14 schreibt ja Paulus Folgendes. Ihr habt uns jetzt schon erkannt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Was meint Paulus damit? Paulus hoffte inständig, dass die Menschen aus Korinth umkehren, Buße tun, dass sie wieder zu Jesus zurückkommen, dass sie wieder dem wahren Evangelium glauben. Damit, ja, wenn Jesus wiederkommt, also der Tag des Herrn Jesus Christus ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist nicht Sonntag, sondern es ist der zukünftige Tag, auf den wir alle warten. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir unseren Lohn erhalten, jeder einzelne Christ. Und Jesus hat gesagt, wenn du in deinem Leben nur jemandem Wasser gegeben hast, nur weil er ein Christ ist, weil er ein Bruder von dir ist, dann wirst du Lohn bekommen dafür von Jesus Christus. Und Paulus sagt, ja, ihr werdet mir zum Ruhm gereichen. Ich werde dann am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, sagen, wow, ich habe die Gemeinde in Korinth, ich habe die gedient, habe sie gegründet, habe die Menschen gesegnet und das wird Paulus zum Ruhm gereichen. Er wird dafür belohnt werden. Und das Wichtige ist aber, in Vers 21, und das möchte ich dir nochmal mit in Erinnerung geben, Gott hat uns jetzt schon eine Anzahlung gegeben. Das lese ich dir vor. In Vers 22 steht nämlich Folgendes. Gott, also er, hat uns versiegelt mit dem Geist und hat uns das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Das Unterpfand kann man auch übersetzen mit einer Anzahlung hat er uns gegeben. Und im Epheserbrief lesen wir, dass der Heilige Geist unsere Anzahlung auf unser Erbe ist. Ja? Wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt geworden bist, hast du eine Anzahlung auf dein ewiges Erbe schon bekommen. Und wenn der Heilige Geist nur die Anzahlung ist, ja, dann weiß ich nicht, was das ewige Erbe sein wird. Ja? Der Heilige Geist ist uns schon als Anzahlung gegeben worden. Und das bedeutet, dass wir noch einen viel größeren Lohn im Himmel erhalten werden. Und in seinem ersten Brief, das ist jetzt auch der letzte Vers, den ich euch aus der Erinnerung sage, schreibt nämlich Paulus, dass wir werden gerichtet werden. Nicht beim jüngsten Gericht. Weil Jesus Christus ist für deine und meine Sünde gestorben. Was wir in der Offenbarung lesen, dass die Toten auferstehen werden und dann gerichtet werden und nach ihren Werken in den Feuersee geschmissen werden. Du und ich, wir werden nicht vor dieses Gericht kommen, weil Jesus Christus dieses Gericht schon für uns am Kreuz erwirkt hat. Wir brauchen keine Angst haben vor dem jüngsten Gericht, weil wir gerecht sind, gerecht gesprochen sind, Heilige sind, wie ich es letzte Woche gesagt habe. Aber, jetzt komme ich wieder zurück zu der Eingangsfrage, ja, dann kannst du sagen, dann ist ja egal, dann kann ich ja leben, wie ich will. Ne? Weil, wenn ich jetzt eh gerettet bin, nein, es gibt ein weiteres Gericht, nur für uns Christen. Davon spricht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ich glaube, ich schlage es doch nochmal aus, weil ich es besser vorlesen kann als aus der Erinnerung. Kapitel 3, Verse 12 bis 14. Da sagt Paulus Folgendes. Jesus Christus ist die Grundlage. Ja? Wenn aber jemand auf diese Grundlage Gold, Silber, kostbare Steine auf der einen Seite oder Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist klar, dass mit diesen Versen nicht das jüngste Gericht gemeint ist. Wir Christen werden aufgrund unserer Werke nicht gerichtet und in den Feuersee geschmissen, sondern wir werden unseren Lohn bekommen aufgrund unserer Werke, die wir als Kinder Gottes tun. Und wenn die Werke Gold, Silber und Edelsteine sind
Und mit dem Feuer wird geprüft, also die Chemiker wissen das, ne? Es wird nicht verbrennen. Wenn wir aber Holz, Stroh und Heu als Werke vorzuweisen haben, diese werden zwar verbrennen, wir werden dadurch nicht unser Heil verlieren, wir sind nur noch gerettet, wie es hier steht, aber diese Werke werden verbrennen. Und Paulus Motivation ist es auch, ja, er lebt auch zu dem Ruhm, den er bekommen wird. Und das soll natürlich nicht unsere erste Motivation sein, also um dein Leben mit Jesus zu leben. Ich lebe nicht für Jesus, damit ich eine große Belohnung bekomme, aber ich möchte, weil ich habe selbst nicht so eine Predigt selbst gehört, ich möchte dich nur daran erinnern, du hast schon eine Anzahlung bekommen, den Heiligen Geist, auf dein vollkommenes, ewiges Erbe, und du wirst noch mehr bekommen, weil du Jesus liebst, weil du geistlich lebst. Und lass uns nach Werken streben aus Gold, Silber und kostbaren Steinen und eben nicht aus Holz, Stroh oder Heu. Und so bete ich zum Abschluss. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du alle Zeit bei uns bist. Aber unser Leben ist kompliziert. Unser Leben ist geprägt von Herausforderungen, von schwierigen Entscheidungen, Gott. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, dass er sich einfach auf diese Reise mit dir begibt und seinen Sinn, sein Denken verändern lässt durch dein Wort, durch deinen Geist. Dass wir nicht so, wie die Vorwürfe waren, fleischlich leben, weltlich leben, unsere eigenen Entscheidungen treffen. Das, was für uns gut scheint oder was für uns gut ist, so wie die Menschen auf dieser Welt leben, sondern dass wir in geistlicher Lauterkeit, in geistlicher Aufrichtigkeit, in geistlicher Gnade, göttlicher Gnade wandeln, so wie Paulus es getan hat. Auch wenn es von außen so ausgesehen hat, als würde er wankelmütig sein, als würde er seine Pläne ändern. Er hat es getan, um dich zu ehren und um die Korinther zu lieben, um die Korinther wieder zurückzubringen zum wahren Glauben, sie zu bewahren vor dem falschen Evangelium, was unter ihnen gepredigt worden ist, Herr. Wir danken dir dafür, dass du Paulus Weisheit gegeben hast, und wir danken dir dafür, dass du auch uns Weisheit geben möchtest durch deinen Geist in uns. Und wir bitten dich, dass du uns diese Motivation schenkst, ein geistliches Leben zu führen. Amen. Amen.